Ha, Lilo, heute mal ein weiteres Video zu unserem Ubuntu-Server. Den hatten wir in einem der letzten Videos mal eingerichtet. Wer das Basisvideo nicht gesehen hat, mal schauen. Und heute installieren wir darauf einen Proxy-Server. Somit können sich dann andere PCs hier im lokalen Netzwerk darauf aufschalten und über diesen dann ins Internet gehen. Das könnten zum Beispiel auch Windows-PCs sein. Wie man sowas einrichtet, einen Proxy auf einem Linux-Server, zeige ich heute mal. Wir verbinden uns, wie in dem letzten Video gesehen haben, mit unserem Server, der jetzt nicht dieser Rechner ist, sondern eine lokale Maschine in meinem Netzwerk. Das könnte auch ein Rechner im Internet sein. Test war der User, den wir dort eingerichtet haben. Add und hier im lokalen Netzwerk war der Server dieser. Mit dieser festen IP in meinem lokalen Netzwerk. Bei euch wird das eine andere IP sein. Und den Standard SSH Port Secure Shell hatten wir schon umgebogen auf 8822, dass das nicht der Standardport ist. Der Test-User hat schon einen Key, einen sicheren Weg, sich zu authentifizieren, ohne dass er ein Passwort eingeben muss. Zack. Und schon sind wir mit unserem Server verbunden. Clear. Uname-a. LSB Release-a. Das ist ein Ubuntu 12.04.2 LTS Server. Jetzt gehen wir als Root rein. Wir hatten ja in unserem letzten Video gesehen, dass der Root-Zugang per Default nicht möglich war. Mit SU-L können wir uns aber trotzdem als Root einloggen. Passwort, damit wir überhaupt was installieren können. Clear. Ihr könnt das natürlich auch an der lokalen Maschine machen, also am Server selber. Ich mache das lieber per SSH. Denn es könnte ja sein, ihr macht das gleiche mal vergleichbar auf einem entfernten Server und dann soll das ja auch funktionieren. Gut, wir sind jetzt also aufgeschaltet auf unserem Server, arbeiten mit dem Terminal vom Server. Also was ich jetzt hier mache, passiert nicht auf dem Rechner, den ihr seht, sondern auf dem entfernten Server, der bei mir direkt hinter dem Rücken steht. So, gut, was brauchen wir, um unseren Proxy-Server aufzusetzen? apt-get install SQID3. Wer sich jetzt wundert, warum ich nicht sudo davor geschrieben habe, na, ich bin ja schon root. Der root braucht kein sudo. apt-get install squid3. Das ist die Software, die wir uns jetzt runterladen müssen auf unseren Server, damit er zum Proxy-Server werden kann. Enter. Möchten Sie fortfahren? Ja. Einfach Enter drücken. Jetzt wird diese Software heruntergeladen und das war dann auch schon so ziemlich alles, was wir installieren müssen. Jetzt müssen wir nachher natürlich ein paar Einstellarbeiten machen. Was heißt nachher? Sofort, denn das geht hier fix. Rucki zucki geht das. So, wir könnten natürlich unseren Proxy-Server sofort starten, nur wird der per Default alle Anfragen ablehnen. Aber wir schauen uns das trotzdem mal an. Service Squid3 Start. Dadurch wird der Proxy-Server gestartet. Start. Is already running. Gut, hat er direkt gemacht. Prima. Falls nicht, könnte man das so starten oder mit Stop stoppen. Dann wird dieser Proxy-Server gestoppt oder mit Restart neu gestartet. Wenn ihr zum Beispiel Änderungen an der Konfiguration vorgenommen habt, Restart. So, gut, also der läuft auf unserem Server. Jetzt bin ich hier auf der lokalen Maschine, also der Client. Das könnte wie gesagt jetzt auch ein Windows-Rechner sein. Und den habe ich bereits so eingestellt, dass der unter erweitert Netzwerk in den Einstellungen einen Proxy-Server verwendet. Hier habe ich eingestellt manuelle Proxy-Konfiguration. Der Proxy ist hier jetzt der Server in meinem lokalen Netzwerk. Den hatten wir ja 192, 168, 8, 250 genannt. Und der Port, der ist jetzt wichtig, ist 3128. Den kann man natürlich auch ändern, aber dafür müssen wir die Konfiguration ändern. Okay. Gehen wir auf Schließen. Was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel Google eingebe? www.google.de.
Dann verbindet er sich mit unserem Proxy-Server und der sagt, the requested URL could not be received. Das sagt uns aber, unser Proxy-Server läuft und wir greifen schon zu. Der Zugriff wird aber verweigert, weil wir noch keine Einstellung vorgenommen haben. Aus Sicherheitsgründen. Squid 319 läuft bereits. So einfach ist es. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch die Einstellungen vornehmen in dem Squid Proxy Server, damit wir darauf zugreifen dürfen. Denn es soll ja nicht jeder auf unseren Proxy zugreifen, schon gar nicht, wenn er zum Beispiel im Internet ist. So, es gibt eine schöne Einstellungsdatei. Das ist die Datei. Ich gehe jetzt mal CD, etc, sq, squid 3 in diesen Ordner rein. LS, da ist alles drin, was ihr jetzt braucht, um diesen Server zu konfigurieren. Zum Beispiel die Fehlermeldung, die wir da gesehen haben, die steckt da drin. Error Page, CSS, die könnt ihr editieren, wenn ihr möchtet. Und was wir editieren möchten, ist die Squid-Conf-Datei, die Konfiguration. Da machen wir jetzt ein paar Einstellungen und ruckizucki sind wir mit unserem Proxy-Server verbunden und dürfen auch rein. Wir editieren diese squid.conf mit Nano, den Editor. Den habe ich letztens erst gezeigt. Squid.conf Nano, Leerzeichen squid.conf. Ihr könntet euch auch, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, was ihr da tut, erstmal ein Backup machen von der bestehenden Datei mit cpcopy. Squid.conf zu squid.conf. Backup, damit ihr bei Bedarf die Datei wiederherstellen könnt, so wie sie war ursprünglich. Gut, wir editieren jetzt aber mal mit Nano, SQ, Tab drücken für Autokomplettierung, diese Datei. Und diese Datei ist elendig lang. Gut, wie man in so einer Datei schnell mal was findet, habe ich im letzten Video gezeigt. Mit Steuerung W, wo ist, suchen wir was? Was suchen wir denn? Gut, wir haben gesehen, bei unserem Firefox war der Port 3128 eingestellt. Ja, 3128. Könnten wir mal nachsuchen. Und nochmal Steuerung W, suchen, nochmal Steuerung W, suchen und so weiter. Hier steht's, Squid normally listens to Port 3128. Gut, das könnt ihr lassen oder ihr könnt auch hier einen anderen HTTP-Port einstellen. Da müsst ihr natürlich auch im Firefox einen anderen Port einstellen. Gut, ich lasse das jetzt mal so, damit ich das nicht nochmal ändern muss. Aber glaubt's mir, es funktioniert. Dort könnt ihr also den Standardport ändern. Hat ja auch manchmal Sicherheitsgründe, nicht immer den Standard zu verwenden. Gut, was suchen wir jetzt? Steuerung wo? Guckst du wo denn? Wir suchen nach forwarded unterstrich for Leerzeichen on forwarded unterstrich for on. Das ist eine Standardeinstellung hier. Und zwar werdet ihr mal feststellen, wenn ihr zum Beispiel, wenn der Proxy läuft, auf myip.is geht, dass der Proxy verrät, von welcher Original-IP eigentlich die Anfrage mal gesendet worden ist. Das ist ein Standard, die irgendwo mal festgelegt worden ist in internationalen Regeln. Und hiermit kann man das abschalten. Ne? Oh, finde ich ja prima. Forwarded. For. Off. Wollen wir nicht, ne? Gut, wenn wir schon Proxy verwenden, dann soll auch nur die IP-Adresse des Proxys zu sehen sein. Und nicht von dem, der den Proxy benutzt. Ja, wie gesagt, bei myip.is könnt ihr das mal testen. Gut, was suchen wir als nächstes? Steuerung W. Via. Leerzeichen on. Auch wieder so eine Geschichte. Es gibt auch wieder Regeln, die mal festgelegt worden sind. Dass bestimmte Dinge übertragen werden über das HTTP-Protokoll. Zum Beispiel die Version, ja, des Squids oder wie auch immer, welcher Client verwendet wird, das setze ich dann gerne mal
auf off, weil das geht ja niemand was an. Gut, es gibt natürlich noch 100 andere Möglichkeiten, hier noch etwas einzustellen. Wir suchen mal noch Steuerung B. Jetzt kommt der Teil, wo die Kuh das Wasser lässt. Wir wollen nämlich doch endlich mal unserem Rechner, unserem lokalen Rechner genehmigen, dass er den Proxy auch mal benutzen darf. Such mal nach localnet. Warum suche ich nach localnet? Weil hier einige Beispiele sind und die beziehen sich immer auf dem Beispiel auf einem virtuellen, irgendeinen erfundenen Namen, der hier zum Beispiel localnet ist. Ja? Dadurch findet man in dieser sehr, sehr großen Datei sehr schnell die Stelle, wo man hin muss. Also ihr sucht localnet. Das sind hier Beispiele, die sind alle auskommentiert, seht ihr, ne? Ja, in diesem Beispiel hat man einfach mal localnet als Name genannt. ACL. Gut, jetzt kommt irgendein Name, nur diesen Namen müssen wir uns merken, der ist eigentlich nur für Squid intern, damit ich sage, ich mache hier eine Regel und die nenne ich so und so. Ja, die Regel muss einen Namen haben. In der Regel hat die Regel einen Namen. Ich nenne die Regel Regel. Und zwar groß. So, diese Regel lege ich jetzt fest. Ich möchte jetzt, dass mein eigener PC drauf zugreifen darf. Dazu gehe ich nochmal in ein separates Terminal und schaue mir mit ifconfig an, wie mein echter Rechner, ifconfig, welche IP-Adresse dieser denn im Moment hat. Soviel ich weiß, hatte ich da mal diese IP-Adresse benutzt. 192.168.8.25 habe ich im Moment auf dem lokalen PC und der Server soll jetzt die Regel kriegen, dass dieser PC drauf zugreifen kann, dass diese Quelle darauf zugreifen darf. So, Quelle heißt Source, ne? Source und dann haben wir gesehen 192.168.8.25 ist der lokale PC. Gut, jetzt hätte ich fürs Beispiel vielleicht eine pfiffigere IP nehmen sollen, denn der Server hat die 250 und der lokale PC die 25, aber ich denke, ihr könntet folgen. Gut, also habe ich eine Regel angelegt, dass mein lokaler PC, der Klient, mit dieser IP-Adresse, mit dieser festen IP-Adresse, darauf zugreifen darf. Oben sind noch andere Beispiele, wie man einen ganzen IP-Adressbereich freigeben kann, aber ich mache es sicherheitshalber nur mit einer IP. Ist dieser Server im Internet, dann gehört hierhin die IP, die euer eigener Rechner nach außen hin hat. Ne? Könnt ihr euch anschauen, wie ist meine IP.de? Seht ihr eure IP-Adresse und würdet die hier in dem Server eintragen, damit eure offizielle nach außen sichtbare IP-Adresse hier wäre. Gut. Aber da wir hier im lokalen Netzwerk sind, ist das die des lokalen Rechners. Gut, des Klienten, der auf den Server zugreifen will. Gut, was brauchen wir noch? Jetzt wollen wir dem auch noch was erlauben. Na gut, wir haben eine Regel angelegt. Quelle 192.168.8.25. Und diese Regel wollen wir auf erlauben setzen. Wir suchen mal wieder was. Steuerung W. Und wir suchen noch nach allow localnet. Gut, warum suche ich immer nach diesem localnet? Weil das in diesen Beispielen vorkommt und weil diese große Datei damit schneller durchsuchbar wird. So, hier sehen wir schon einen Eintrag. Das war der Beispieleintrag, nach dem ich gesucht habe. Der ist auskommentiert. Kommt nicht zum Zuge. Hier ist noch ein Standardeintrag, HTTPS allow localhost, also dass mein lokales Netzwerk überhaupt darauf zugreifen könnte. Also vom Server aus ist es erlaubt, den Proxy zu benutzen. Jetzt muss ich noch erlauben, dass ich von meinem entfernten, hier lokalen Rechner darauf zugreifen kann. Also der Server darf selber, für ihn ist localhost er selbst, darauf zugreifen. Das ist da definiert. Jetzt muss ich noch definieren, unsere Regel, ne, dass der in der Regel definiert ist, auch drauf zugreifen kann. Access allow
Und jetzt hatten wir gesagt, wir haben das Ding genannt Regel. Nun, gut, ich hätte es auch nennen können, mein PC oder ähnliches. Gut, HTTP Access Allow Regel. Und die Regel haben wir oben festgelegt, dass mein lokaler Rechner darauf zugreifen darf auf den Server. Und damit sind wir schon fertig mit dem Editieren. Steuerung O zum Speichern. Steuerung O. Wir bestätigen Dateinamen. Enter. Steuerung X beenden. Und jetzt spätestens müssen wir sagen Service SQID 3 Restart. Damit diese Regeln und Konfigurationsdateien überhaupt dem Proxy-Server bekannt sind, muss man den nochmal neu starten. Ihr müsst nicht unbedingt rebooten. Es reicht, den Service zu restarten. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, über unseren Server ins Internet zu gehen. Gut, schauen wir doch mal, ob das so geht. Gehen wir mal auf den Firefox. So. Wir hatten ja da eingestellt in den Einstellungen, dass der über den Proxy ins Internet geht. Ich greife also auf meinen Server zu, wo der Squid läuft. Greife über diesen Port, Standardport 3128, darauf zu. Habt ihr den Port in den Konfigurationsdateien geändert, müsst ihr das auch hier ändern. Gut, braucht also nichts mehr zu tun. Ihr könnt jetzt schauen, www.google.de, ob ich da drauf komme. Und dann bin ich bei Google. Sehr schön, über meinen Proxy-Server. Ich würde jetzt natürlich hier ausprobieren mit, wie ist meine IP.de, wenn das ein Internet-Server wäre, ob sich die IP geändert hat, oder myip.is, ob ich alles so eingestellt habe, dass man nicht sieht, welche IP mein eigener Rechner hat. So, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Das war schon. So schnell geht's. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.